Jo, da sind wir da, bei Tales of Grace F. Und ja, wir sind direkt gerade in der Katze. Ich dachte, ich rede mal nochmal die Blumen an und anscheinend haben wir doch schon alle. Du magst Blumen sehr, oder Sophie? Ja, jetzt ja, es macht mich glücklich, wenn sie blühen. Das ist schön. Hey, da glitzert da etwas. Sieht aus wie ein Samen. Ich kann mich erinnern, dass du solche Samen gepflanzt hast. Entschuldigt, aber ist das... Nein, das ist nicht möglich. Ich habe euch doch im Objektladen. Wisst ihr, was das ist? Sieh an, ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas noch einmal sehen würde. Das junge Dame ist der Samen einer unglaublich seltenen Pflanze. Hast du es gehört, Sophie? Das ist sehr toll. Sollte ihn sofort einsetzen. Nicht so schnell. Wenn es wirklich so ist, wofür ich es halte, könnte es schwierig sein zu pflegen. Ihr müsst euch jeden Tag darum kümmern. Was meinst du, Sophie? Würdet ihr euch darum kümmern, der Verkäufer? Bist du sicher, Sophie? Es sind schließlich deine Blumen. Ja, aber sie scheint jetzt ziemlich selten zu sein. Ich bin mir sicher, solange diese Glücke blüht, diese Blume blüht und Leute glücklich macht, bin ich auch glücklich. Eine lobenswerte Anstellung. Ich verspreche, dass ich mich gut darum kümmern werde. Nach einiger Zeit sollte diese Pflanze Früchte tragen. Kommt unbedingt im Laden vorbei, wenn es soweit ist. Danke, dass ihr euch um mein Baby kümmert. Dein Baby? Hehe, du bist doch seine Mutter, was? Genau. Blumenmädchen. Look at all the flowers. Thank you, Sophie. What for, Sharia? Till now there were never enough flowers to really call this a flower bed. It makes me happy. Then you're welcome. In a little while, we should go ask about that seed we gave to the item merchant. He said the seed might be something rare. And if that's true, it's all thanks to you, Sophie. Thanks to me. Yes. Let's go see. Schauen wir doch mal, ob er es jetzt schon direkt hat. Dann können wir nämlich, ich glaube sogar was ganz Nettes dort kaufen. Nee, Objekte. Na komm. Nee, hat's noch nicht. Na gut, dann machen wir erstmal mit der anderen Quest weiter. Ja, ich habe jetzt überall nach jedem Punkt nochmal geguckt, wo die Samen sein könnten. Dachte ich mir, war nichts da. Redest nochmal das Blumenbeet einfach selbst an. Und ja, plötzlich kam ich voll in die Cutscene rein und habe direkt die Aufnahme gestartet. Beim letzten Mal haben wir einfach nur noch mehr Sidequests gemacht. Und es geht auch weiterhin weiter mit Sidequests. Ich glaube, die dürfte noch eine Weile dauern. Ein paar Folgen dürften es auf jeden Fall noch sein. Entschuldigt, Aufseherin, aber wir haben hier etwas, das ihr euch ansehen solltet. Mann. Die Aufseherin sagt, ihr habt da etwas dabei, das sie seit langem nicht gesehen hat. Sie will wissen, ob es tatsächlich Excalibur ist. Das ist es, aber wie ihr seht, ist es durchgerostet. Wisst ihr, ob es eine Möglichkeit gibt, das Schwert zu reparieren? Sagt, es gäbe eine. Dürfen wir dann bitte um eure Unterstützung bitten? Diese Waffe wird uns im Kampf gegen Lambda eine große Hilfe sein. Blödmann. Ihr sagt, ihr werdet die Agro Iris brauchen, um Excalibur zu reparieren. Ah, anscheinend habt ihr sie bereits. Ich meine, das hier? Genau, Idiot. Genau, damit können wir das Schwert reparieren. Bitte wartet hier. Die Aufsehen sagt, sie wird das Schwert selbst reparieren. So etwas hat sie seit 50 Jahren nicht mehr gemacht. Oh, hui, vielen Dank. Yay, neues Schwert. Juhu. Es ist fertig. Ich habe noch nie so einen derart strahlenden Glanz gesehen. Ich kann euch nicht genug danken, Aufseherin, die ebenfalls Poisson. Ich bin froh, dass ich die Arbeit der Aufseherin aus nächster Nähe miterleben durfte. Ich glaube, es hat dir sogar Spaß gemacht, nicht wahr, Aufseherin? Arschloch. In der Tat. Sie hat gesprochen. Sie kann reden? Excalibur. Schauen wir doch mal. Wie stark wäre das denn in Espel? Na gut, der hat nochmal Angriff-Erhöhung und SK-Erhöhung. Ja, aber gut, es macht dann Feinden mit Nova-Schwäche nochmal extra Schaden. Und es ist noch nicht verbessert. Na, muss man auch bedenken. Das kann auch noch besser werden. Aber gut, damit hätten wir auch das Schwert hier jetzt fertig. Was können wir denn noch machen?
können auch kurz mal in den Laden vorbei noch mal vorbeischauen und sehen, ob das da schon ist. So, schauen wir mal, hast du die jetzt? Nee, noch nicht. Na gut, das wird wahrscheinlich auch ein Stern dann dort sein an der Stelle. So, und da haben wir auch kein Sternchen mehr. Dann... Ja, wo gehen wir jetzt hin? Ich habe eine Idee. Wir erkunden mal so ein bisschen, und zwar... Irgendwo hier. Da! Ein Seebad. Moment, wir müssen so wieder aussuchen. Seebad. Hier haben wir sogar noch eine kleine Entdeckung. Oh my goodness. Hey, do you know what that is, Hubert? Are these models based off of units from Strata's military? Based? No, no. This has nothing to do with the military. They're merely action figures popular among children. Really? Do you like them? Ridiculous. Come on, let's go. Tonight, we feast on dead seafood. Pow, 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 pow! Beach Brigade, Sunscreen Rangers, red! What are you doing? Oh, Sophie. What's a Beach Brigade? It's a branch of the Strata military. They're specially trained to, maintain peace in waterfront regions. Oh. Yeah. Wer die Dinger vielleicht noch aus Vesperia kennt, die gab es dort als Gegner. So, wollen wir doch mal hier reden. Wollt ihr den Pool benutzen? Jawohl. Ein Badeanzug geht es gerade dazu. Bitte sucht euch einen aus. Die Umkleideräume befindet sich hinter den Seitentüren. Na dann. Wollen wir uns doch mal anschauen, wie sie hier alle den Pool benutzen. Wo sind die anderen? Die sind wohl noch nicht hier. Übrigens, was diese Brille angeht. Ach nichts, jedes weitere Wort wäre unhöflich. Also wo ist Espel? Ich dachte, er wäre schon vorausgegangen. Nein, er sagt, er werde nachkommen. Aber die Mädchen sind spät dran. Danke, dass ihr gewartet habt. Ja. Also wie sehen wir aus? Also ehrlich, ist mir das ein bisschen peinlich. Wenn man dann bedenkt, was du sonst anhast, finde ich nicht, dass dir das peinlich sein sollte. Hey, sei nicht so gemein. Und an der Art, wie ich mich sonst anziehe, ist überhaupt nichts auszusetzen. Bill Pascal, du willst wissen, wieso ich diese seltsamen Klamotten trage? Ich denke, diese Frage sollte man eher dir stellen. Ich habe ja doch gesagt, dass sie dieses absurde Outfit nicht tragen soll. Aber egal, sie sieht so, finde ich, süß aus. Miau, Hubert. Miau, Hauptmann. Das ist das, ja, das ist ziemlich süß. Du bist eine Katze, richtig? Mhm. Ich bin ein heißes Kätzchen. Sophie, wo um alles in der Welt hast du denn das aufgeschnappt? Wie kannst du dir sowas was mir beibringen, Charia? Das habe ich doch gar nicht. Ups, ich habe eigentlich Miezekätzchen gemeint. Ja, also lass doch bitte in Zukunft bei der Auswahl deines Vokabulars etwas mehr Sorgfalt walten, ja? Jawohl, Hauptmann. Ich denke, ich weiß, wo sie das gehört hat. Ich habe da auch so eine vage Vermutung. Ja, also, wie auch immer, wo schickt Espel? Ich sagte, er wird sich etwas verspäten, aber... Hauptmann, was habt ihr vor? Also gut, es ist Zeit für einen kleinen Anmachwettbewerb. Was? Aber wir haben keine Zeit für. Bist du bei, Charia? Ich? Dir fehlt es an Sexappeal. Wenn das so weitergeht, wird Espel dich nie bemerken. Jetzt hört doch mal zu, mein Guter. Ich habe kein Interesse und hätte das auch nie an. Zum Glück haben wir noch etwas Zeit, bevor er auftaucht. Aber dann am Sexappeal, Charia. Du willst dich doch bestimmt von deiner besten Seite präsentieren. Also gut, bring doch mal hinter uns. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Miau? Also, wir werden uns jetzt alle dran abwechseln, andere anzubaggern. Ihr könnt an dieser verrückten Übung ruhig teilnehmen, wenn ihr wollt. Ich für meinen Teil weigere mich damit zu machen. Toll, ein Fisch weniger im Teich. Also gut, Charia, du bist dran. Viel Glück. Ja, das ist alles viel Glück? Wollt ihr mich vorher die Feinheiten des Flirtens beibringen oder so? Was soll ich denn darüber Bescheid wissen? Viel Glück, Charia. Du schaffst das, Charia. Ach, nicht du auch, du Sophie. Achso, gut, ich mach's. Das ist dümmst. Blöder kleiner. Ah. Entschuldigung, bitte. Oha, baggerst du mich wann? Das ist ja toll, ich bin noch nie von einer Tussiane gebaggert worden.
Was heißt, dass wir jetzt miteinander gehen? Nein, warte. Das heißt, dass wir jetzt verlobt sind, ja, richtig? Ich war noch nie verlobt. Nein, das ist auf jeden Fall. Ich habe dich mit jemandem verwechselt. Auf Wiedersehen. That escalated quickly. Ich glaube, das war ein Erfolg, wenn man so will. Mangelhaft. Dieser Kerl hat einfach voreilige Schlüsse gezogen, aus eigenem Antrieb. Du musst die Zuneigung schon selbst verdienen. Denk daran, dein wahrer Gegner ist Espel. Und du weißt also, wie der so ist. Das sollst du versuchen, deinen weiblichen Reizen zu feilen. Weibliche Reize, hm? Ja, gut, ich schaff das schon. Hey, Cherry, ich denke, du solltest... Keine Angst, Sophie, ich krieg das hin. Ach, du meine Güte. Wenn ich mir Flirt-Tipps von Sophie holen muss, dann werde ich echt verrückt. Espel müsste jeden Moment hier auftauchen. Okay, Chariot, das ist deine letzte Chance. Werf alle Gedenken über Bord. Gut. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich werde erst mal zeigen, wie frech und sexy ich sein kann. Komm schon, Chariot. Reiß dich zusammen. Hau auf den Putz, wie du noch nie auf den Putz gehauen hast. Hey, Großer. Wie wär's mal, wenn du und ich einen Abgang machen und mal so richtig Spaß miteinander haben? Bravo, Chariot. Ich wusste doch, dass sie das Zeug dazu hat. Wenn das keine Steigerung ist. Ist das, was sexy bedeutet? Cherrya, was ist denn mit dir los? Nein! Das ist alles eure Hausschuld, Hauptmann. Die Irrtümer der Jugend sind lediglich das Fundament für die Weisheit des Alters. Wisst ihr, wo eure Weisheit hinstecken? Hey, Moment mal, ich meine, Ende gut. Alles gut, oder? Nichts ist gut. Was hast du da überhaupt verloren, Espel? Hä? Was ich verloren hatte? Ich war auf der Suche nach euch allen. Ah, wenn du nicht so spät gekommen wärst. Ah, das ist alles deine Schuld. Unglaublich. Ist ja gut. Immer mit der Ruhe. Meine liebe Charia. So, ich muss noch was erfahren. Da war der Stern. Ich glaube, wir haben da was vergessen. Haben wir? Oh, richtig, hat man uns am Anfang nicht gesagt, dass wir die Badeanzüge behalten können? Habt ihr eure denn nicht mitgenommen? Ich hab's vergessen. Ich auch. Ja, dann bin ich ja froh, dass ich der Einzige bin. Sollen wir so, wo wir schon so mal so weit sind, sollten wir vielleicht so keine Kurkern zu uns holen? Entschuldigt, aber habt ihr eure Badeanzüge dabei? Wir haben sie in den Umkleiderollen vergessen, aber wir wollten nochmal zurück. Tja, was das angeht, wisst ihr, ich habe das hier gefunden. Eine Karte? Da steht was drauf. Mal sehen. Na ihr Losers! Ich habe euch Klamotten geklaut, dann habe ich sie in ganz Strata verstreut. Ah, ihr habt davon, dass ihr eine Turteltaubentreff im Pool abhaltet. Tortula, Tortula. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Klingt in den Turtles das geschrieben. Was guckt ihr mich denn so an? Ich weiß von nichts. Mir hat dieser Badeanzug gefallen. Selbst wenn wir den Dieb finden, heißt nicht, dass wir. Das ist noch lange nicht, dass wir unsere Anzüge zurückbekommen. Wir müssen wohl eine ganz Strata nachher absuchen, ne? Also gut, wir werden nach möglichen Verstecken Ausschau halten. Gut, dann würde ich sagen, wir holen uns unsere Badeanzüge zurück, aber zuvor kann ich mal zeigen, wir können auch einfach so jederzeit in den Seebadbereich rein und uns hier so ein bisschen umschauen. So, jetzt können wir auch einen Schwimmreifen als Zubehör bekommen. Wir haben nochmal ein paar Erdbebenkristalle bekommen. Ja. Na dann. Suchen wir unsere Badeanzüge. Irgendwo müssen die ja sein. In Shuttle steigen. Als allererstes geht es nach Oray. So. Ne doch, Oray ist richtig. Ich war gerade kurz verwirrt. Moment, kann ich noch irgendwas abgeben? Nein. So, und zwar beim Item Shop. Da. Espels Badeanzug. Der nächste ist in der Strata Wüstenruine. Und zwar müssen wir jetzt erstmal hier vorne und in den Kampf fast, ja. Autsch. Wow, die halten eigentlich gut was aus, die Gegner. Oh, da auch nicht. Someone who's so
Hinreißender Paragon und hinreißender Herzog. Okay, die sind hinreißend anscheinend, die beiden. Warum auch immer. So, von hier aus... Ich glaube nach ganz links durch oder irgendwie sowas war das. Da finden wir nochmal einen. Ein Kostüm. Autsch, 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 autsch. Ich bin gerade irgendwie gut ausgewichen. Ich weiß zwar nicht wovon, aber ich hab's einfach gemacht. So. Da sind die 10 Sekunden auch vorbei. Perfekt. Qualität erlernt. Wegbereiter und Steinresistenz. Und noch mehr Ausrüstung geerntet. Sehr schön. Wie sieht es mittlerweile aus? Ausrüstung. Hart, 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 hart. Ah, perfekt. Sind alle schon geerntet. Dann... So, kann ich wieder mit Espel rumlaufen. So, das Monster da. 12.000 HP. Jetzt muss ich das mal gucken. Ich kann nicht gucken, was passiert, wenn man das zweimal einsetzt. Aber, naja. Dann halt nicht. Und damit haben wir Sophies Badderzug zurück. Dann muss ich kurz mal gucken. Ja, Titel sind wir auch wieder ein paar fertig. Und ein kleines Standbild haben wir auch mal wieder. Wobei ich sagen muss, ich mag sogar, wie lange gedauert, bis das Standbild kam. Oh, 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 oh. Unser drittes Mystic Art. Uhuhu. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir zum Rockgong. Machen wir auch schon lange nicht mehr. Müssen wir nochmal in ihn rein. Kann ich damit nicht? Ich kann nicht fliegen. Stimmt nicht, das bin im Dungeon. Dungeons kann man nicht fliegen. Ja, ich finde es immer noch ziemlich interessant, dass unser Shuttle in den Rockgong reinfliegen kann. Keine Ahnung, spielen wir quasi einfach die Flöte, während wir fliegen. Der Rockgong guckt mal kurz hoch, macht den Mund auf und denkt sich... Und so. Ah, okay, wir landen nur hier direkt. So, Rockgong herbeirufen. Norms. Jetzt müssen wir hier erstmal das Monster suchen, das den Badeanzug hat. Gibt es da noch mal ein Gespräch an dem Speicherpunkt? Nee, aber ich kann ja trotzdem mal speichern. Hält mich ja keiner von ab. Zumindest nicht in diesem Zimmer. So, wir müssen jetzt irgendwo in den... Ja, südöstlichen Bereich. Na, zumindest die Kämpfe gehen auch ganz fix. Und hops. Und hops. Und hops. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hier. So, schauen wir mal. War hier nicht sogar irgendwo noch ein Turtles? Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Im Haus. So, war der hier? Was ist das? Das wollte ich eigentlich nicht bekämpfen. Eine Gräuelkiste. Ach, so ein Teil. Aber man sieht schon, das ist ein bisschen stärker mit seinen... Mit seinen 17.000. Auch wenn nicht groß stärker, aber ein bisschen. Ja, Inferno-Strom verbessert. Und da will ich Huberts Badeanzug. Okay, ich kann hier auch nicht rausfliegen. Sechs Auge. So, werde ich jetzt... Ich werde jetzt mal kurz nochmal gucken. Ob denn im Haus wirklich ein... Autsch. Ein... Typ hier drin war. Ja, das heißt, ich kann hier gleich nochmal kurz meine Waffen nochmal... dualisieren. Gasthaus. Ah. Direkt einfach mal eine Runde schlafen. Na gut. Können wir noch irgendwas dann dualisieren? Turtles Markt. Wir können es mal auffüllen.
Irgendwas Neues, was wir dualisieren können. Nein. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt. Ich werde mich mal so ein bisschen hier neu ausrüsten. Mal schauen, was ich dann gleich so alles habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.